Ohne Rechenzentren keine E-Mail, keine App, keine Cloud, keine Digitalisierung. Rechenzentren sind das Rückgrat einer souveränen, sicheren und leistungsstarken digitalen Infrastruktur. Ein Zuhause für KI und Co., ein essentieller Treiber, aber auch die Basis für Deutschland als Wirtschaftsstandort der Zukunft. Und nicht zuletzt sind Rechenzentren auch Garant einer nachhaltigen Digitalisierung. Wenn wir von den Errungenschaften der Digitalisierung langfristig profitieren wollen, dem Internet der Dinge auch in Deutschland ein Zuhause geben, sichere kritische Infrastrukturen betreiben, mit Telemedizin die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum gewährleisten, Autos wirklich autonom fahren lassen und KI auch zukünftig nutzen wollen, um uns schneller, schlauer, besser und auch nachhaltiger zu machen, brauchen wir Rechenzentren in Deutschland. Wir sprechen immer wahnsinnig viel über neue Geschäftsmodelle, über neue Technologien wie künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und. Aber wer denkt als erstes an die Infrastruktur, an die Hardware, die dafür zwingend notwendig ist? Da sind wir im Kopf schon immer einen Schritt weiter, wenn man das positiv formulieren will. Und wir brauchen echte Rechenzentren, wir brauchen echte Netze, die betrieben und gebaut werden in diesem Land, damit wir überhaupt von einem starken Wirtschaftsstandort Deutschland sprechen können und auch weiterhin davon träumen können. Und natürlich machen sich darum schon einige Menschen in diesem Land Gedanken, vor allem heute Abend hier. Und deshalb möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des ECO-Verbandes der Internetwirtschaft und der 2018 unter dem Dach dieses Verbandes gegründeten Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in Deutschland. Wir geben Daten ein Zuhause, ist der Titel, und damit ist genau dieses Dach gemeint, was ich gerade eben skizziert habe. Und deshalb wollen wir uns den Fragen widmen, die die Rechenzentrenbranche im Moment so sehr bewegen, zum Beispiel welche Auswirkungen haben Gesetze zur Energieeffizienz, langwierige Baugenehmigungsverfahren oder auch die steigenden Strompreise auf die Zukunft unseres digitalen Standorts? Und wo wird überhaupt die Zukunft der künstlichen Intelligenz liegen? All das sind Fragen, die wir heute klären möchten. Als Verband sind wir wirklich stolz, dass 2018 dieser Kreis der Anbieter des Ökosystems digitaler Infrastrukturen sich zusammengefunden hat mit der Mission, mit der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen so ein bisschen auf das Fundament der digitalen Transformation aufmerksam zu machen. Denn wir reden immer alle über Applikationen, über Anwendungen, über die ganz großen Dinge, die uns im täglichen Leben auch begegnen. Aber dafür brauchen wir ein Ökosystem digitaler Infrastrukturen. Und wir stehen erst am Anfang dieser digitalen Transformation. Durch KI, Augmented Reality und viele weitere konsequente Digitalisierungsansätze, auch in Politik und Verwaltung, wird das erwartete Datenaufkommen laut Schätzungen im Jahr 2027 über 280 Zettabyte betragen. Ich erspare Ihnen hier irgendwelche Analogien, aber Sie spüren, es kommt darauf an, dass wir ein starkes, ein zuverlässiges Ökosystem digitaler Infrastrukturen in Deutschland, in Europa, weltweit haben, um mit diesen Anforderungen an die Systeme umgehen zu können. Das besteht eben aus genau diesen Dingen, Rechenzentren in all ihren Ausprägungen. Denn ein Rechenzentrum ist nicht ein Rechenzentrum, da werden wir später noch ein bisschen was zu hören. Internetaustauschknoten, Glasfaserausbau oder aber eben auch der mobile Internetzugang über 5G-Technologien. Das alles ist das Ökosystem, von dem wir sprechen und das wir kaum beachten, wenn wir abends uns vor Netflix setzen oder eben die Apps nutzen auf unserem Handy und alltägliche Kommunikation über Digitalisierung stattfinden lassen. Und das Beste daran ist, digitale Infrastrukturen können uns helfen, die Klimaziele zu erreichen. Alleine der Wechsel zum Beispiel von lokal betriebenen Serverinfrastrukturen hin zur Cloud kann 80% Energie einsparen. Der Wechsel von 4G auf 5G ebenfalls 80% Energieeinsparung. Und das alles bei einem ohnehin schon sehr energieeffizienten Bereich der Industrie, denn der Energieverbrauch pro Workload hat sich in den letzten 10 Jahren um ein 12-faches gesenkt. Das ist immens. Natürlich haben wir Rebound-Effekte, das heißt, wir digitalisieren immer mehr, aber die Effizienz, die ist da. Nicht zuletzt aufgrund der hohen Strompreise, intrinsisch motiviert, Unternehmen wollen wirtschaftlich handeln, das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Und gerade der Aspekt künstliche Intelligenz führt diesem Thema Verarbeitung doch eine zusätzliche Dimension hinzu, weil extrem große Datenmengen, die ja erstmal transportiert werden müssen, extrem schnell komplex bearbeitet werden und dazu brauchen wir richtig viel Kapazität. Das heißt, wir reden nicht nur über das Zuhause der Rechenzentren, wir reden darüber, wo die Energie umgesetzt wird in Nutzen, nämlich vielleicht versuchen wir es mal mit dem Bild digitaler Kraftwerke.
Es ist in der Tat so, dass das, was Kraftwerke ausmacht, eine Energieform in eine andere umzuwandeln, das haben wir so ein Stück weit bei den Rechenzentren auch. Wenn wir darüber nachdenken, wir brauchen Elektrizität und mit dieser Elektrizität wird ja nicht nur Wärme erzeugt, worüber noch zu reden wäre, sondern es wird eben primär der digitale Nutzen erzeugt. Rechenzentren sind mehr als nur Gebäude, in denen irgendwelche Server stehen. In diesen Gebäuden und insbesondere in diesen Servern laufen die Dienste, die unser digitales, unser normales westliches Leben überhaupt erst ermöglichen. Das sind hochkritische Prozesse, die wir jeden Tag brauchen. Es gibt faktisch keinerlei nicht digitalen Lebensführungs- oder Lebenskonzepte mehr. Egal, ob wir den Pizzabäcker an der Ecke nehmen oder die Reinigungskraft oder wen auch immer. Spätestens, wenn es darum geht, dass wir Finanztransaktionen durchführen, dann geht das nur mit Rechenzentren. Wenn es darum geht, dass wir Gesundheitsbewertungen durchführen, dann geht das nur mit Rechenzentren. Und immer dann, wenn wir früh morgens das Ding anmachen und nach dem Wetter schauen, statt aus dem Fenster, wie meine Frau immer wieder bemängelt, dann geht es nur mit Rechenzentren. Ja, wir machen die Geräte, wir nutzen die mobilen Geräte, wir nutzen die Computer, ohne uns darüber im Klaren zu sein, dass Rechenzentren im Hintergrund arbeiten. Und angetrieben durch künstliche Intelligenz, die ganz viele verschiedene Aspekte unseres Lebens nochmal deutlich verändern wird, werden wir erheblich mehr Rechenzentrumskapazitäten brauchen. Und jetzt ist die Frage, wo stehen denn diese Rechenzentren zukünftig? Ist denn jetzt plötzlich, weil wir in der Tat real KI-Services ja mehr und mehr sehen, ChatGPT ist das klassische bekannte Beispiel, aber längst nicht das einzige, sind denn jetzt plötzlich in Deutschland die Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten gestiegen, wenn wir gerade über Deutschland reden? Die Antwort ist, nicht wirklich. Ja, es gibt mehr Nachfragen, aber spezifisch für die Bedürfnisse von KI finden die Nachfragen hauptsächlich außerhalb von Deutschland statt. Woran liegt das? Das ist relativ einfach zu erklären. Alex Rabe hat es schon gesagt, in Deutschland ist ja Strom, und das ist quasi der Treibstoff für Rechenzentren, extrem teuer. Das ist politisch so gewollt, das haben wir zu akzeptieren, aber das führt eben dazu, dass die Rahmenbedingungen um Rechenzentren gerade für hohe Kapazitäten, die nicht unbedingt neben den Kunden arbeiten müssen, dass diese Installationen, dass diese Bauten relativ teuer sind, teuer im Betrieb, teuer in der, auch schon im Bau übrigens, sodass wir die Herausforderung haben, dass KI-Hardware, KI-Services im Wesentlichen außerhalb von Deutschland stattfinden. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ob es eine gute Idee ist, wenn die Bundesregierung die Entwicklung von KI-Konzepten fordert. Und in der Theorie sind wir wirklich gut. Und auf der anderen Seite aber die physischen Voraussetzungen dafür, nämlich die notwendigen Rechenzentren, unnötig erschwert. Ich muss über Regulierung sprechen. Wir sind in Deutschland und seit dem Energieeffizienzgesetz und den Rahmenbedingungen, die damit verbunden sind, ist es deutlich schwieriger, teurer und rechtsunsicherer geworden, Rechenzentren in Deutschland zu bauen und zu betreiben. Und unterm Strich, und das kann ich bezogen auf die Entwicklung des Standortes Deutschland sagen, haben wir nach wie vor sehr viel größeren Bedarf, als wir heute abdecken können. Und die wirklich innovativen, die hypermodernen Rechenzentren, die heute entstehen, um KI zu bewegen, um KI zu ermöglichen, die werden hauptsächlich außerhalb von Deutschland gebaut. Und das sollte uns wirklich zu denken geben. Wir brauchen effizientere Kühltechnologien, wir brauchen effiziente Stromversorgungstechnologien. Wir müssen dafür sorgen, dass der Strom, den wir nutzen, schon aus Umweltgründen möglichst effizient in Datennutzen, in digitale Services umgesetzt wird. Das hat nicht nur mit dem Rechenzentrum zu tun, also mit der Rechenzentrumsinfrastruktur, sondern auch mit den Servern, mit der Hardware und insbesondere auch mit der Software. Energieeffizientes Programmieren ist aber bisher kein Standardfach bei der Informatik. Da haben wir was zu tun. Ich glaube, der ECO hat sich bewährt als einer der kompetenten Ansprechpartner in diesem Dialog. Und ich glaube auch, dass wir diesen Dialog weiterführen müssen und intensivieren müssen, unter anderem auch, um dafür zu sorgen, dass der Standort nicht im Bereich der Rechenzentrumsinfrastruktur abgehängt wird. Im Bereich der Glasfaserinfrastruktur haben vielleicht einige schon gehört, haben wir uns lange Zeit gelassen, bevor wir erkannt haben, dass Glasfasern wirklich wichtig sind. Es wäre schade, wenn wir bei den Rechenzentren diesen Effekt auch nochmal sehen und dann plötzlich 30 Jahre hinterherhinken. Der Anteil Deutschlands an den weltweiten Rechenzentrumskapazitäten nimmt ab. Waren im Jahr 2015 noch etwa 3,5% der Server in Rechenzentren in Deutschland, so sank dieser Anteil bis 2022 auf 3%. Im Rahmen der Befragung von Rechenzentrumsbetreibern konnte festgestellt werden, dass die Absicht, die Kapazitäten zu erweitern,
weiterhin sehr hoch ist. 66% der befragten Betreiber möchten in den nächsten 2 Jahren ihre Kapazitäten erweitern. 40% gehen sogar davon aus, dass sie sehr umfangreiche Erweiterungsinvestitionen durchführen werden. Gleichzeitig, und auch hier, glaube ich, blicken wir gemeinsam darauf, sind die Herausforderungen Ihrer Branche, Stromverbrauch, Energiepreise, Energieeffizienzgesetz, Wärmeentwicklung, Platzbedarf, Kühlkosten sehr groß. Aber ohne Rechenzentren ist kein Ablauf unserer modernen Gesellschaft mehr realisierbar, ob wirtschaftlich oder gesellschaftlich. Sie sind wesentlicher Treiber für Wirtschaftswachstum. Sie sind Treiber für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, etwas, was gerade im internationalen Wettbewerb extrem wichtig ist. Und nicht zuletzt sind sie auch Arbeitgeber. Für das Funktionieren von KI, jenseits im Übrigen auch von ChatGPT, sondern ganz grundsätzlich, ist deshalb eine ausreichende KI-Recheninfrastruktur, die die Verarbeitung und Speicherung großer Datenmengen ermöglicht, unerlässlich. KI-Modelle müssen trainiert werden und auch in der Anwendung braucht es hohe und verlässliche Rechenkapazität. Deshalb hat die Bundesregierung den Aufbau von notwendiger KI-Recheninfrastruktur als eines der dringendsten Handlungsfelder des KI-Aktionsplans identifiziert. Der Bund ist ein großer Rechenzentrumsbetreiber, der im Bereich Nachhaltigkeit engagiert ist, aber sicherlich noch besser werden kann. Gut, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich erhebliche Interessen an Rechenzentrum, an KI, an Netzwerkkapazität. Also ich selber bin bei der Bayer AG für den Bereich Infrastruktur und Operations verantwortlich. Dazu gehören Rechenzentren, dazu gehören Cloud-Anwendungen, Private-Public-Cloud, dazu gehören die Netzwerke und dazu gehört auch alles um den Workplace, Arbeitsplatz eines jeden Mitarbeiters und ein Großteil des Betriebs der Anwendungen, die wir haben, die natürlich unserem Unternehmenszweck dann entsprechend dienen. Und wenn ich das ergänzen darf, also wir haben eine Mission, die ich für sehr interessant halte, die auch sehr populär ist mittlerweile, Health for All, Hunger for None. Das heißt also, jeder Mitarbeiter bei uns will beitragen zur Gesundheit der Menschheit und auch um Hunger in der Welt zu vermeiden. Und ich sage das bewusst, also nicht um für das Unternehmen zu werben, weil das ist ein sehr starker Antriebsfaktor für unsere Arbeit und alles, was wir brauchen im Sinne von digitalen Infrastrukturen, das ist für uns wie der Sauerstoff unseres Betriebs. Nichts funktioniert mehr bei uns. Wir haben das vorhin auch gesehen im Eingangsvideo. Ohne digitale Infrastrukturen. Wir können Patientengesundheit nicht bereitstellen. Kein Radiologe kann Bilder analysieren mit digitaler Hilfe und dabei Krankheiten entdecken, die heute ein Arzt mit dem bloßen Auge nicht mehr entdecken kann. Und das Gleiche gilt, wenn Sie züchten, Saatgut züchten, Baumwolle, Raps und dergleichen, Reis, haben wir heute eine Situation, dass wir in einem Jahr 4-mal einen neuen Breeding Cycle haben. Also das, was man sonst in einer normalen Saison einmal im Jahr hat, machen wir zwischen 4-mal mit sehr vielen digitalen Tools, die hier mithelfen, dass diese Entwicklung und dann eben ganz anderes Saatgut, das wächst heute in Gegenden, wo vor 20 Jahren noch nichts gewachsen wäre. Das ist ohne digitale Infrastruktur nicht möglich. Es geht um nicht weniger als die Versorgung der Menschheit, auch um die Bewahrung der Menschheit. Das ist sozusagen das Spannungsfeld, in dem wir uns befinden. Ja. Und ich habe Sie eben als Anwender vorgestellt. Herr Kesselmann, Sie sind mehr oder weniger Enabler mit AWS, Amazon Web Services. Inwiefern enablen Sie denn in Sachen Infrastruktur in Deutschland? Ich glaube, was wir vor allen Dingen versuchen als Cloud-Anbieter, ist eigentlich unsere Anbieter zu enablen, dass sie digitale Geschäftsmodelle überhaupt möglich machen. Als Hyperscaler, wie ja AWS nun mal ist, stellen wir Tools, Software-Tools zur Verfügung, die dann entsprechend in der Anwendung eigentlich veredelt werden, also zur Wertschöpfung beitragen, digitale Transformation ermöglichen. Dafür brauchen wir natürlich die darunter liegende Infrastruktur, sprich die Rechenzentren, die Hardware, die Software und so weiter und so fort. Heute haben wir ja ein relativ großes Announcement gemacht, dass wir weitere knapp 7,5 Milliarden Euro in den Standort investieren, in Infrastruktur in Brandenburg. Und alleine diese Summe zeigt ja, dass wir hier sozusagen an der Ertüchtigung der Infrastruktur in Deutschland aktiv mitwirken.
würde dem Vorredner der Bundesregierung in einem Punkt recht geben. Es war im Entwurf ein sehr schlechtes Gesetz. Was daraus entstanden ist, ist aber beileibe kein gutes Gesetz. Ich glaube, dass man einfach den Abstimmungsprozess optimieren muss, ja, wenn man Kommunen und Länder vorher besser einbindet. Wir hatten ja die Beispiele, die wir auch sehen bei der, allein dass das Energieeffizienzgesetz Hand in Hand mit der kommunalen Wärmeplanung gehen muss, das wäre schon mal ein Anfang gewesen, ja, damit fängt es an. Wir wollen dafür sorgen, dass wir eben auch so ein bisschen so eine Art Matchmaking machen, dass wir Standorte, weil es ist ja auch, ja, Abwärmenutzung ist ja ein Faktor. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass Sie im Rhein-Main-Gebiet jetzt kommen und sagen, guten Tag, ich baue jetzt mal ein Rechenzentrum. Dann kommt Ihr freundlicher örtlicher Energieversorger und erklärt Ihnen erstmal, ob das angeschlossen werden kann oder nicht und so weiter. Es sind ja verschiedenste Standortfaktoren und deswegen haben wir das auch in Hessen über das Digitalministerium, das wir dort jetzt auch gegründet haben, ist das Ziel, dass eben zu koordinieren, um möglichst ideale Standorte zu finden, wo diese Dinge zusammentreffen. So, und nun ist es aber eben tatsächlich so, dass Planungsrecht, Baurecht und so weiter und so fort das Thema Rechenzentrumskapazitäten und was es bedarf, heute noch nicht so richtig sozusagen vereinnahmt. Ja. Aber wir müssen quasi von dem großen Bild kommen. Was brauchen wir dann alles dafür tun? Wie können wir das auch von politischer Seite, von den Rahmenbedingungen her, von der Bauplanung her und so weiter ermöglichen, damit wir in bestimmten Ballungsräumen auch diese Kapazitäten ermöglichen können? Es ist wichtig, dass Gesetzgebung sich nicht widerspricht und dass wir dafür sorgen, dass die Ziele, die politisch ausgegeben werden, am Ende auch erreicht werden. Wir werden jetzt auch nochmal, waren wir auch überrascht, nochmal ein Energieeffizienzänderungsgesetz beraten, wo man sicherlich auch nochmal darüber diskutieren kann, wenn Unstimmigkeiten existieren, dass man das auch nochmal anpasst. Das ist ja auch klares Ziel der Ampelkoalition. Ohne Rechenzentren keine E-Mail, keine App, keine Cloud, keine Digitalisierung. Rechenzentren sind das Rückgrat einer souveränen, sicheren und leistungsstarken digitalen Infrastruktur. Ein Zuhause für KI und Co., ein essentieller Treiber, aber auch die Basis für Deutschland als Wirtschaftsstandort der Zukunft. Und nicht zuletzt sind Rechenzentren auch Garant einer nachhaltigen Digitalisierung. Wenn wir von den Errungenschaften der Digitalisierung langfristig profitieren wollen, dem Internet der Dinge auch in Deutschland ein Zuhause geben, sichere kritische Infrastrukturen betreiben, mit Telemedizin die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum gewährleisten, Autos wirklich autonom fahren lassen und KI auch zukünftig nutzen wollen, um uns schneller, schlauer, besser und auch nachhaltiger zu machen, brauchen wir Rechenzentren in Deutschland.